Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Trading in der GmbH. Lohnt es sich für mich? Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind und sich für das Thema interessieren. Ja, aufgrund der zum 01.01.2021 eingeführten Verrechnungsbeschränkung auf Termingeschäfte ist das Thema natürlich sehr aktuell bei allen Tradern. Und deswegen freue ich mich, dass wir mit unserem Partner Right Capital und mit Felix Schulte heute das Webinar veranstalten dürfen. Und bevor ich jetzt an den Felix tatsächlich final übergebe, müssen wir trotzdem einmal kurz den Risikohinweis durchsprechen, denn auch hier gilt es wie immer, dass dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken dient. Unabhängig vom heutigen Inhalt müssen Sie natürlich Ihre eigene Entscheidung treffen. Und ja, dürfen dieses Event nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja, das ist ganz wichtig. Wenn Sie sich die Aufzeichnung anschauen, dann können Sie natürlich an der Stelle auch kurz pausieren. Und wenn Sie erste Informationen natürlich über Right Capital haben möchten, und auch nach dem Webinar gibt es natürlich einmal die Seite von Right Capital, da wird der Felix sicherlich was dazu sagen. Aber wir haben auch ein paar Informationen auf unsere Webseite gesammelt. Sie sehen das auch direkt schon hier und können dann entsprechend hier schon erste Infos dann entsprechend erhalten. Ja, super. Dann, lieber Felix, übertrage ich sehr gerne den Bildschirm. Ja, und gerne. Ich bin natürlich im Hintergrund und werde dann die Fragen natürlich auch entsprechend stellen, wenn es thematisch passt und wünsche viel Spaß und viel Erfolg. So, mein Thema ist tatsächlich immer Wertpapiere in der GmbH. Und bevor wir anfangen, stelle ich mich einfach mal vor. Also ich bin einer der zwei Gründer von Right Capital. Ich habe Right 2018 mit meiner Mitgründerin Christine gegründet. Ich komme eigentlich aus dem Immobilienbereich. Ich war vorher in einem Immobilien-Private-Equity-Fonds, der europaweit in Immobilienprojekte investiert hat, immer so zwischen 50 und 150 Millionen pro Objekt. Und Christine, meine Mitgründerin, war bei Goldman. Sie ist Informatikerin und hat tatsächlich Knockout-Zertifikate programmiert. Auch ganz interessant. Und ich habe einen Disclaimer, allerdings einen anderen als Nelson gerade hatte. Ich bin kein Steuerberater. Ich darf steuerlich nicht beraten. Und dieses Webinar dient eigentlich eher dazu, euch Hinweise zu geben und ein bisschen das Thema einzuführen. Wer eine steuerliche Einzelfallberatung braucht, wo es wirklich um seine persönliche Situation geht, kann sich gerne an uns wenden, denn wir arbeiten mit einem Haufen Partnersteuerberater zusammen, die sich alle sehr gut mit komplexen Vermögenssituationen auskennen und wir vermitteln dann auch gerne Individualberatung. Dieses Webinar ist jedoch keine steuerliche Beratung. So, aber dann können wir auch endlich mal anfangen. Viele von euch haben sich wahrscheinlich schon mal mit dem Thema vermögensverwaltende GmbH beschäftigt. Und wir kriegen immer die Frage, was ist eigentlich eine vermögensverwaltende GmbH? Zunächst einmal ist eine vermögensverwaltende GmbH einfach eine GmbH. Das vermögensverwaltend ist kein juristischer Status, das ist einfach eine umgangssprachliche Bezeichnung und bezeichnet eigentlich die Tatsache, dass Personen ihr Vermögen nicht privat verwalten, sondern dazwischen eine GmbH schalten und diese GmbH eben das Vermögen verwaltet. 90%, 80% unserer betreuten Kunden haben ihre GmbH alleine. Ansonsten hauptsächlich Paare und wir sehen sehr selten mehr als drei Gesellschafter. Die vielleicht kurz einmal darauf eingehen, was sind denn die finanziellen Vorteile? Denn so eine GmbH macht ja Arbeit, deswegen ist es wichtig zu verstehen, was sind die Vorteile und das sind eigentlich zweierlei. Zum einen bin ich mit einer GmbH in der Lage, Kosten zu verschieben. Also im Privatvermögen kann ich ja nur die 801 Euro Sparerpauschbetrag geltend machen. In der GmbH kann ich alles geltend machen, was mit der GmbH zu tun hat. Und der große Unterschied ist, ich zahle das eben dann von unversteuertem Geld. Und der zweite große Vorteil der GmbH ist, dass ich oft, nicht immer, eine verringerte Steuerlast habe, wo ich dann, was mir natürlich erlaubt, mehr Geld zu reinvestieren. So, das gucken wir uns jetzt ein bisschen im Detail an. Zunächst erstmal das Thema Kosten.
Also wie ich schon sagte, privat hat der Gesetzgeber sich was Tolles einfallen lassen, denn dort wird Einkommen besteuert. Ihr kennt ja die Abgeltungssteuer, die ist ja tatsächlich auf die Einnahmen. Und dann muss ich alle Kosten, die ich habe, von versteuertem Geld zahlen. Und dann nochmal Mehrwertsteuer drauf. Das macht also überhaupt keine Freude. In der GmbH ist das anders. Dort habe ich zunächst meine Einnahmen, kann davon die Ausgaben abziehen und zahle die Steuern auf den Gewinn. Und das Besondere ist hier nun eben, dass ich dadurch die Steuersätze überhaupt nicht vergleichen kann. Ja, viele Leute machen immer den Fehler, dass sie nur den Prozentsatz sich angucken, aber die Steuerbasis ist in der GmbH immer geringer. Übrigens, wenn ich von GmbH rede, ich meine alle Kapitalgesellschaften, also UG, GmbH und Aktiengesellschaft. Merkt euch das mal, wenn wir jetzt weiter drauf eingehen, wenn wir auf die Prozentsätze kommen. Wie gesagt, ihr könnt die nicht eins zu eins vergleichen. Wenn man sich kurz das mal anguckt, privat habe ich die Abgeltungssteuer plus Solidaritätszuschlag, dazu kommt noch die Kirchensteuer für manche. Meine tatsächlichen Kosten kann ich nicht absetzen. Also wenn ich ein Bloomberg-Terminal hätte, dann könnte ich nur die 801 Euro ansetzen. Ich habe eine ganz blöde Verlustverrechnung und im Betriebsvermögen sieht das ein bisschen anders aus. Da zahle ich ganz andere Steuern, nämlich Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer. Ich kann alle Ausgaben voll veranlagen. Ich kann teilweise private Kosten in die GmbH verlagern. Zum Beispiel zahle ich mein Auto nicht privat. Aktienveräußerungen sind zu 95% steuerfrei. Und das schauen wir uns jetzt nochmal ein bisschen detaillierter an. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne rein. Nelson stellt mir die zwischendurch. Dann können wir da ein bisschen drauf eingehen. So, jetzt fangen wir mal bei den Basics an. Grundsätzlich zahlt eine GmbH drei Steuerarten. Ja, ich habe sie am Beispiel Berlin gemacht. Ich zahle Körperschaftssteuer. Die Körperschaftssteuer ist deutschlandweit einheitlich und beträgt 15%. Dann habe ich einen Gewerbesteuersatz, der ist bei 3,5%, aber die Gemeinden können individuelle Hebesätze vereinbaren. In Berlin ist der Hebesatz bei 410%. Und dann zahle ich noch den Solidaritätszuschlag auf die Körperschaftssteuer. Und wenn ich jetzt in so einer Stadt bin wie Berlin, dann komme ich eben auf einen Steuersatz von gut 30%. Wenn diese Gewerbesteuerhebesätze schwanken allerdings sehr, sehr stark. Hier in Berlin-Schönefeld, wo der Flughafen ist, liegt der nur bei 240, in München bei mehr als doppelt so hoch. Wir rechnen in allen Beispielen gleich mit durchschnittlich 30%. Bitte merkt euch, dass ihr immer auf euren persönlichen Gewerbesteuerhebesatz eurer Gemeinde achten müsst, um wirklich die echte Steuerlast zu kriegen. So, dann hört sich jetzt die 30% jetzt noch nicht so toll an, aber es gibt Gott sei Dank einen Haufen Ausnahmen, die das in der Regel immer verringern. Zunächst einmal ist die GmbH sehr interessant für Aktien. Bevor die Verlustverrechnungsbeschränkung kam, waren die meisten unserer Kunden, die Long-Term Buy and Hold gemacht haben. Und es gibt diesen schönen Paragraph 8b Körperschaftsteuergesetz. Und dieser Paragraph stellt 95% der Gewinne steuerfrei. Wenn ihr jetzt 30% rechnet, mal 5%, das was zu besteuern ist, kommt ihr auf einen Steuersatz von 1,5%. Dieser Steuersatz gilt auch für Veräußerungsgewinne immer, auch wenn ihr nur einen Tag haltet oder eine Stunde oder auch egal, in welcher Höhe. Bei Dividenden ist das komplizierter. Da gibt es, guckt man sich die Beteiligungshöhe an. Wenn ihr mehr als 15% der Tochtergesellschaft besitzt, gilt der auch, habt ihr auch die 95%ige Freiheit auf Dividenden. Wenn ihr aber weniger als 15% haltet, dann müsst ihr voll bezahlen, also 30%. Wer so als Faustregel 1,5% auf Veräußerungsgewinne, 30% auf Dividenden. Das ist wirklich eine der größten Steuerentlastungen und diese 8b gilt immer, wenn eine Kapitalgesellschaft eine andere Kapitalgesellschaft besitzt und damit gilt sie eben auch für Aktien. Wer sich da, nächstes Thema Termingeschäfte. Termingeschäfte werden in der GmbH voll besteuert. Das heißt, ihr zahlt dort eben die gut 30%. Und was ich oft gefragt werde,
Ihr dürft diese Verluste nicht mit anderen Gewinnen verrechnen. Das heißt, wenn ihr mit Termingeschäften in der GmbH Verluste macht, könnt ihr die vor- oder rücktragen, aber in dem Moment nicht mit anderen Gewinnen verrechnen. Allerdings könnt ihr bis auf ohne Beschränkung so viel vortragen, wie ihr möchtet. Fonds sind ziemlich eklig. Es gibt bei Fonds diese sogenannten Teilfreistellungen. Teilfreistellung bedeutet, dass ich eben auf 80% der Gewinne keine auf zum Beispiel auf 80% der Gewinne bei Aktienfonds keine Steuern zahle. Die Teilfreistellungen sind bei der Körperschaftssteuer immer doppelt so hoch wie bei der Gewerbesteuer. Wahrscheinlich, weil die Gemeinden mehr Geld für sich behalten wollten. Wahrscheinlich so im Bund-Länder-Ausgleich so verhandelt worden. Und was dabei ziemlich blöd ist, ist das, was auf die Zusammensetzung ankommt. Und wenn ich jetzt einen Aktienfonds habe, der mal mehr als 50 und mal weniger als 50% Aktien hat, dann muss ich das unterjährig umrechnen. Das ist also ziemlich eklig. Und um hier auch eine Frage zu beantworten, ETFs werden als Fonds behandelt. Und wir empfehlen tatsächlich allen Kunden, Einzelaktien zu halten, weil man dort dann eben nur die 1,5% Besteuerung hat, während man beim ETF eben bei einer höheren Steuer liegt. Jetzt habe ich euch viel von diesen Regeln erzählt, aber wir können uns mal angucken, was das effektiv bedeutet. Links seht ihr die effektiven Steuersätze mit einer GmbH. Rechts seht ihr sie ohne. Und jetzt noch einmal mein Hinweis. Ihr seht zum Beispiel, Dividenden schneidet die GmbH vom reinen Steuersatz schlechter ab mit 30%, während Kapitalertragssteuer nur 26% sind. Aber denkt bitte daran, ihr zahlt das am Ende auf Gewinne. Also wenn ihr von den Dividenden noch Kosten wie Firmenauto etc. abzieht, dann zahlt ihr zwar einen höheren Steuersatz, aber auf eine deutlich niedrigere Steuerbasis. Und wer sich das jetzt nochmal genauer angucken will, wir haben hier nochmal so eine Tabelle. Die werde ich jetzt mit euch nicht durcharbeiten, aber die findet ihr auf unserer Webseite. Da sieht man dann wirklich ganz genau, wie diese einzelnen Steuersätze zustande kommen. Wenn es Fragen gibt, stellt sie Ja, gerne. Ich muss jetzt hier genau. nicht lang. Ich wollte sowieso jetzt tatsächlich mal reingrätschen. Das passt nämlich jetzt thematisch. Da war eine Frage bezüglich der ETFs. Das hast du aber gerade beantwortet, bezüglich der steuerlichen Regelung. Dann gab es eine Frage, was heißt bei Aktienverlusten oder Aktiengeschäften, was heißt nicht absetzbar? Könntest du das nochmal kurz erläutern? Also Veräußerungsgewinne werden eben nur mit 1,5% besteuert. Aber Aktienverluste können in der GmbH nicht geltend gemacht werden. Das heißt, wenn ihr eine Position mit Verlust schließt, könnt ihr hier nicht die 1,5% Steuern aus Verlusten abziehen, sondern keine Chance. Nur Aktiengewinne werden besteuert. Aktienverluste sind zu 100% steuerfrei. Was heißt, sie können nicht in Anrechnung gebracht werden. Dann noch eine Frage, wie wird ein Leerverkauf mit späterer Glattstellung Rückkauf betrachtet? Stellt das auch einen steuerbegünstigten Aktienkauf dar? Ja, das wird tatsächlich, ja, wird es. Tatsächlich, das fällt mit unter den 8b. Dann auch zu den Aktiengewinnen. Spielt es bei den Aktienwillen eine Rolle, ob mit deutschen, europäischen oder Nicht-EU-Aktien gehandelt wurde? Ich kann das nicht ganz genau sagen, weil ich nicht alle Länder kenne, aber die gängigen Doppelbesteuerungsabkommen, also mit USA, Kanada, allen europäischen Ländern, Japan, sogar mit Indien, fallen alle unter den Paragraph 8b. Ich weiß allerdings nicht, wie es mit exotischen afrikanischen Ländern aussieht. Okay, dann vielleicht vorerst die letzte Frage. Na, jetzt ist mir das verrutscht. Ah ja, welche Vorteile und Nachteile hat die vermögensverwaltende GmbH in Verbindung mit einer atypischen stillen Gesellschaftsbeteiligung? Atypisch still ist ein Brocken, da mache ich noch eigene Webinare zu. Also generell, wer das nicht weiß, es gibt die Möglichkeit, eine GmbH zu einem Hybrid aus Personen- und Kapitalgesellschaft umzugestalten. Und dafür muss die GmbH eine Privatperson atypisch still beteiligen. Still beteiligen heißt, es steht nicht im Handelsregister, atypisch heißt,
dass er alle Gesellschafterrechte kriegt. Und dann, weil es dann in einer Betrachtung als Personengesellschaft zählt, kriege ich einen Gewerbesteuerfreibetrag von 24.500 Euro. Die 24.500 Euro Steuersatz, je nach Gewerbesteuerhebesatz, spare ich dann so gut 3.500 Euro im Jahr. Jetzt muss ich aber dann sowohl für die GmbH als auch für die entstandene Personengesellschaft einen Jahresabschluss und Steuererklärung machen. Das heißt, es kostet mich beim Steuerberater wieder gut 1.000 Euro. Das heißt, bleiben so 2.500 Euro Steuerersparnis übrig. Funktioniert, wie gesagt, auch nur, wenn ich überhaupt mal über 50.000 Euro Gesamtgewinn komme. Ja, und es gibt dann so ein paar Fallstricke. Zum einen darf der atypisch still Beteiligte kein Gehalt beziehen. Das heißt, man muss da jemand Fremden zu machen. Dann verliert man diesen Paragraph 8b für den atypisch stillen Teil. Und dann gibt es noch ein Problem, wenn ich Immobilien halte, weil dann kann ich durch die Konstruktion noch erneut Grunderwerbsteuer auslösen. Ich will hier an dieser Stelle eigentlich ungern näher drauf eingehen, weil das, wie gesagt, ein richtiger Brocken ist. Aber ich würde darauf verweisen, dann mein Webinar zu atypisch still sich anzuschauen. Denn mit dem Thema kann ich wirklich eine Stunde füllen. Okay, super. Vielleicht noch zwei Fragen, die jetzt zu den vorherigen Fragen dazugekommen sind, zu den Verlusten bei Aktiengeschäften. Einmal, wo werden die Verluste berücksichtigt in der GmV? Fragezeichen. Und können diese Verluste vorgetragen werden? Also Aktienverluste können nicht steuerlich angesetzt werden. Das heißt, sie kommen in der Steuerbilanz nicht vor. Aber grundsätzlich erstellt eine GmbH ja eine Handels- und eine Steuerbilanz. Das heißt, in der Handelsbilanz sehe ich das, weil Aktienverluste nicht steuerbar sind, sehe ich sie nicht in der Steuerbilanz und dementsprechend können sie auch nicht vorgetragen werden. Okay, hier sind noch ganz viele Fragen, aber ich glaube, zu dem Thema, was du bis jetzt behandelt hast, haben wir soweit das Gröbste. Ja, also ich will auch einmal auf die Nachteile eingehen. So eine GmbH hat eigentlich zwei große Nachteile. Sie kostet Geld und sie macht Arbeit. Also ich habe eben laufende Kosten für Buchhaltung, Jahresabschluss, Steuererklärung. Es ist eben eine eigene Rechtsperson, die ich separat führe. Ich habe Zwangsabgaben wie die IHK. Kein Mensch weiß, wofür man die braucht, aber Geld wollen sie immer haben. Ich brauche ein eigenes Bankkonto, dafür fallen Kontoführungsgebühren an. Ich brauche eine sogenannte Laien Legal Entity Identifier, damit ich ein Depot eröffnen kann. Und man hat eben deutlich viel mehr Arbeit. In so einer GmbH muss eine beleghafte Buchhaltung gemacht werden. Das heißt, ich muss wirklich jeden Beleg scannen, ich muss eine Buchhaltung machen, ich muss die erstmal gründen, ich muss sie vielleicht irgendwann wieder liquidieren und die Bilanz wird auch beim Bundesanzeiger in sehr abgespeckter Form hinterlegt, weil sie wird hinterlegt. Von daher, das muss man sich halt überlegen. Also jeder Mensch wird irgendwann an den Punkt kommen, wenn er Vermögen aufbaut, wo sich die GmbH lohnt. Aber man muss eben diesen Arbeitsaufwand und diese Kosten erstmal wettmachen. Ja, es bringt nichts, Steueroptimierungen zu begehen, um dann hinterher nur laufende Kosten zu haben, die Steuerersparnis negieren. So, jetzt komme ich zu einem Brocken, der uns alle sehr überrascht hat. Wie schon gesagt, früher hatten wir eher Long-Term-Buy-and-Hold-Kunden. Seitdem die SPD, der liebe Herr Binding, irgendwie auf den Kopf gefallen ist, haben wir ein ganz tolles neues Gesetz, nämlich die Verlustverrechnungsbeschränkung. Wir fangen erstmal an mit der Beschränkung von der Verrechnung von Komplettverlusten. Ich weiß gar nicht, ob das alle mitgekriegt haben. Das kam 2020. Wenn ich ein Investment habe, was einen Komplettverlust erleidet, darf ich Komplettverluste nur noch bis 20.000 Euro abziehen. Das ist relativ unbemerkt vonstatten gegangen, weil das viele Leute kommen nicht in die Situation. Aber wenn ich zum Beispiel eine Position habe, die mal delistet wird, dann kann ich davon halt 20.000 Euro verrechnen, aber auch nicht mehr. Die eigentliche Verlustverrechnungsbeschränkung, von der wir immer so reden,
bedeutet, dass ich nur noch Verluste von Termingeschäften bis zu 20.000 Euro geltend machen kann. Ich mache mal ein eigenes einfaches Beispiel. Ich habe 120.000 Euro Gewinne gemacht durch einzelne Trades. Und weil ich jetzt ein gutes Risikomanagement gemacht habe, habe ich auch 80.000 Euro Verluste gemacht. Ja, jede Risikomanagementstrategie hat ja auch immer Verlusttrades. Und dann hätte ich damals 40.000 Euro Gewinn gemacht und hätte davon 26% Steuern gezahlt, also hätte gut 10.000 Euro Steuern gezahlt. Seit 2021 rechnet der Gesetzgeber anders. Jetzt habe ich zwar immer noch real 120.000 Gewinn gemacht und 80.000 Verlust, aber ich darf nur noch 20.000 anrechnen. Das heißt, ich habe dann offiziell einen Gewinn gemacht von 100.000 Euro, muss davon 26% versteuern, bin also 26.000 Euro los und und ihr merkt, es kann zu Situationen kommen, wo ich mehr Steuern zahle, als ich überhaupt Gewinn gemacht habe. Das nächste, was ganz schön ist dabei, ist, dass die Banken haben dieses Jahr noch eine Schonfrist, aber ab nächsten Jahr müssen die Depotbanken Kapitalertragsteuer auf Gewinne sofort abführen. Und die 20.000 Euro Verlust kann ich dann erst mit der Steuererklärung im Folgejahr mir zurückholen. Und wenn ich jetzt mehr als 20.000 Euro Verlust gemacht habe, dann sagt der Gesetzgeber natürlich, das ist nicht verloren, sondern ich kann dann jedes Folgejahr wieder 20.000 Euro geltend machen. Nur wenn ich mit meiner Trading-Strategie weitermache, wann hole ich mir das denn dann zurück? Also es ist liquiditätstechnisch eine absolute Katastrophe. Und das Gesetz ist auch absolut, ja, also ohne Worte. Dazu kommt noch eine ganz große Unsicherheit, denn wir warten immer noch auf ein BMF-Schreiben und wir wissen immer noch nicht, was zu den Termingeschäften zählt. Es ist im Rahmen dieses Gesetzes noch nicht klar, ob zum Beispiel Zertifikate, oder Stillhaltergeschäfte wirklich zu den Termingeschäften zählen. Was sehr klar ist, dass Futures, CFDs und normale Optionen zu den Termingeschäften zählen. Vielleicht hier kurz eine Frage dazu, weil du hast jetzt mit dem letzten Satz eigentlich schon sehr viele Fragen beantwortet. Aber was ist mit Forex-Geschäfte? Was passiert mit denen? Wie gesagt, wir haben noch keinerlei Rechtssicherheit da. Zum Beispiel diese Übergangszeit für das Abführen der Steuern gibt es auch deswegen, weil zum Broker wie die FX Flat gar nicht wissen, was hier drunter fällt. Okay. Und hier ist übrigens mal eine ganz gute Aufstellung. Ihr müsst die mal kurz lernen, wie man die liest. Ihr seht oben Verrechnung von Verlusten aus und dann habt ihr die Zeilen. Und dann eine Matrix mit Gewinn aus. Ja? Und da könnt ihr zum Beispiel sehen, was ihr wie verrechnen dürft im Privatvermögen. Da seht ihr zum Beispiel den Topf 3, ganz oder teilweise Uneinbringlichkeit. Da seht ihr, kann mit Veräußerungsgewinn verrechnet werden. Ja, aber nur bis 20.000 Euro. Und worüber wir gerade sprachen, die Verlustverrechnungsbeschränkung, dieser Topf 4, Termingeschäfte, kann mit Aktien verrechnet werden? Nein. Kann mit Wertpapieren verrechnet werden? Nein. Kann mit Zinsen verrechnet werden? Nein. Ja, also schon mal doof. Kann mit anderen Termingeschäften und Stillhalterprämien verrechnet werden? Ja, aber nur bis 20.000 Euro im Jahr. So müsst ihr das lesen. Und das ist, ja, also ich verstehe das Gesetz nicht, aber das Gute ist eben, dass die GmbH davor schützt. Denn dies ist eine Regel im Einkommensteuergesetz und GmbHs zahlen ja eben Körperschafts- und Gewerbesteuer, wie wir gelernt haben, und sind von dieser Verlustverrechnungsbeschränkung nicht betroffen. Das heißt, im Betriebsvermögen könnt ihr weiterhin das voll anrechnen, voll verrechnen. Und wir haben auf unserer Webseite, GmbH für Derivate und Termingeschäfte, haben wir einen Steuerrechner. Und da könnt ihr ausrechnen, wie hoch der Schaden ist und ob sich für euch eine GmbH lohnt. Probiert das gerne mal, weil jede Situation ist ja unterschiedlich. Und man muss eben schon vorher prüfen, ob sich die GmbH überhaupt lohnt.
Ja, Lösungen. Da komme ich einmal zu uns. Wir betreuen eben vermögensverwaltende Gesellschaften. Wir helfen dabei, Gesellschaften zu gründen, und zwar voll eingerichtet. Man kann aber auch immer eine Gesellschaft selbst gründen und dann zu uns kommen für den Admin-Service. Unser Admin-Service ist auch etwas, was wir mit der FX Flat anbieten. Und zwar ist das so, wir arbeiten mit insgesamt 9 Partnersteuerberatern zusammen, die alle sehr gut aufgestellt sind im Bereich Kapitalvermögen und können Buchhaltung, Jahresabschluss und Steuererklärung zu Festpreisen anbieten. Und wie ich vorhin schon sagte, man muss halt in der GmbH jeden Geschäftsvorfall einzeln beleghaft verbuchen. Und ihr könnt euch vorstellen, wie ätzend das ist, wenn ihr viel tradet und das muss verbucht werden. Wenn man dann seinem Steuerberater so ein Packen PDFs hinlegt, dann wird das teuer. Also ich selbst bin ein gebranntes Kind. Ich hatte früher mal so ein 60.000, 70.000 € Depot in der GmbH. Und mein Steuerberater hat mir so jedes Jahr 6.000, 7.000, 10.000 € in Rechnung gestellt und meine schöne Steueroptimierung war am Ende teurer als die Steuerersparnis. Wir bei Ryde haben tatsächlich eine Software geschrieben, die Wertpapiere automatisiert verbucht. Das heißt, wir lesen das Depot von der FX Flat aus. Übrigens sowohl bei MetaTrader als auch bei Interactive Brokers nehmen die Trades, erstellen eine Datei mit Buchungssätzen. Und diese Datei wird dann von den Steuerberatern eingespielt und auch verprüft. Und das ist eine Lösung, die tatsächlich hilft, auch die GmbH wirklich sinnvoll zu nutzen. Das hier steht auch bei uns auf der Seite, aber generell ist das so, bei Interactive Brokers könnt ihr ein Flex-Statement einrichten und könnt uns dann einen sogenannten Access-Token in der Ryde-App hinterlegen und dann haben wir Zugriff. Bei FX Flat mit dem MetaTrader sieht das ein bisschen anders aus. Da müsst ihr ein Freigabe-PDF unterschreiben, der FX Flat schicken und die FX Flat stellt uns dann die Daten über einen FTP-Server zur Verfügung. Und jetzt Dann freue ich mich auf die Fragerunde. Ich hoffe, es gibt ein genau. paar. Oh ja, es gibt ein paar. Ach so, aber Also vorher noch kurz, wer heute zu kurz kommt mit Fragen, ihr könnt gerne auf unserer Seite ein kostenloses Erstgespräch buchen. Oder auch einfach eine E-Mail schreiben an Fragen@ oder den Live-Chat. So, und jetzt ist Zeit für Fragen. ja, super. Also natürlich auch riesen Dankeschön an alle Teilnehmer fürs aktive Mitmachen. Und für die Fragen hier im Chat. Hier ist eine Frage. Was ist eine typische Schwelle, ab wann sich die GmbH lohnt? Das hängt natürlich sehr von der Strategie ab. Also entweder ist man, weil man von der Verlustverrechnungsbeschränkung betroffen ist. Generell ist aber die GmbH ein Tool, um Gewinne zu reinvestieren. Wenn ich alles konsumiere, was ich verbrauche, ist das nicht lohnend, weil da habe ich einfach nur eine Struktur drüber. Ich sage immer, die GmbH lohnt sich, sobald man einen Firmenwagen haben kann. Wenn man vorher so ein Mittelklasse-Auto privat fährt, dann hat man dadurch schon die Kosten der GmbH drin. Und wenn man jetzt Aktien buy and hold macht, hängt wie gesagt sehr davon ab, wie viel Kosten ich verschieben kann. Sagen wir immer so ab 100.000 € und Anlagehorizont von 10 Jahren. Generell, je länger der Anlagehorizont, desto geringer kann das Kapital sein und desto kürzer der Anlagehorizont, desto höher sollte das Kapital sein. Wir haben da aber diverse Steuerrechner auf unserer Webseite. Dann die nächste Frage: Steigt der verrechenbare Verlust bei gemeinsamer Veranlagung von Ehepartner von 20 auf 40.000? Jein. Also erstmal den Betrag hat jeder Ehepartner. Wenn jeder Ehepartner ein eigenes Depot hat, gilt das nur für das Depot. Wenn man 40.000 für ein Depot haben will, muss man auch gemeinsamer Depotinhaber sein. Dann ist ja eine Frage, welche Möglichkeit hat man, quartalsweise Vermögen aus der GmbH herauszuziehen? Empfiehlt sich eine GmbH in solch einem Fall überhaupt? Also generell empfehlen wir, dass man die Gesellschaft mit einem Gesellschafterdarlehen kapitalisiert. Das heißt, weil man bringt jetzt das Vermögen in die GmbH ein als normales Darlehen. Und wenn die GmbH dann Überschüsse hat, kann die dieses Darlehen tilgen. Und die Darlehenstilgung ist kein steuerliches Event. Das heißt, ich kriege eigentlich meinen Einsatz immer steuerfrei raus.
Irgendwann ist aber so ein Darlehen zurückgetilgt und da gibt es nichts mehr, was man noch tilgen kann. In dem Fall hat man in der GmbH zwei Varianten. Man kann sich eine Dividende auszahlen oder man kann ein Gehalt beziehen. Generell ist fast immer das Gehalt die bessere Option, weil das Gehalt wieder Kosten in der Gesellschaft sind und dadurch den Gewinn mindern. Das heißt, es kommt nicht zu einer Doppelbesteuerung, sondern eben zur Einkommensteuer. Und man kann, wenn man mehr als 51 oder wenn man mehr als 51% der Gesellschaft besitzt, ist man befreit von den Sozialabgaben. Das heißt, dann zahlt man auch nur die Lohnsteuer. Wenn man eine Dividende ausschüttet, dann wird die mit 25, wird die mit Kapitalertragssteuer 26,375% besteuert. Und das kann lohnender sein, wenn man ausschließlich Einnahmen aus dem 8b hat, also die Aktieneinnahmen, die nur 1,5% betragen. Dann ist die Dividende kostengünstiger, meistens aber das Gehalt. Und wie gesagt, als allererstes das Gesellschafterdarlehen aufbrauchen. Dann wurde hier die Frage gestellt, habe ich denn nicht mit der Wahl der Genossenschaft die beste Minderung der Steuerlast beim Trading? Ja, die Genossenschaft wurde mal wie so eine Sau durchs Dorf getrieben. Ich glaube, Alex Fischer war da sehr erpicht drauf. Den Genossenschaften gefällt das nicht wirklich und es werden kaum noch Genossenschaften, also die Genossenschaftsassoziation, es werden kaum noch welche angenommen. Das Modell wurde, glaube ich, ein bisschen totgeritten. Also die Richter und so sind deutlich strenger jetzt bei Genossenschaften, als sie das früher waren. Dann wird hier ein bisschen konkreter, die Frage, wenn ich am Beispiel Hauptwohnsitz in Zypern habe, nur Nebenwohnsitz in Deutschland, wo zahle ich die Steuern in Zypern, wenn ich mehr als 8 Monate im Jahr in Zypern lebe? Ich kann keine Aussagen zu Auslandskonstruktionen treffen. Das ist ein echter Fachbereich, der sehr kompliziert ist mit den ganzen Doppelbesteuerungsabkommen und so. Und da möchte ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Dann wurde hier gefragt, wie erfolgt die Zuordnung der Ausgaben, Schrägstrich Kosten auf Dividenden bzw. erzielten Veräußerungsgewinne? Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage verstehe, aber vielleicht in der GmbH als erstes nimmt man die Aktiengewinne und zahlt darauf die 1,5% Steuer. Dann geht man her und guckt sich den zweiten Kreis an, die Termingeschäfte. Und zum Schluss nehme ich dann die operativen Einnahmen und Ausgaben. Und daraus ergibt sich dann zum Beispiel ein Verlustvortrag. Ich habe in meiner GmbH eine lustige Situation. Fast alle Einnahmen, die ich gemacht habe, fielen unter den 8b. Ich habe also nur 1,5% Steuern gezahlt, hatte aber immer Kosten wie Gehalt und so weiter. Und obwohl ich in der Firma mittlerweile siebenstellige Gewinne gemacht habe, habe ich immer noch Verlustvorträge von, ja, ich glaube, aktuell irgendwie 90.000 Euro und habe real mit der Gesellschaft noch nie Steuern gezahlt. Und da ist eine Situation, die ist vollkommen normal, wenn man eben die Kosten operativ hat und die Einnahmen eben aus diesem begünstigten 8b erzielt. Ich hoffe, ich habe die Frage richtig verstanden, sonst gerne nochmal stellen. Kann ich denn nicht am Anfang auch eine Personenfirma, Gewerbe anmelden und über Einnahmeüberschussrechnung oder Bilanz kann man ja auswählen, die Kontierungsnummern eingeben? Klar kann man, aber man kommt, bleibt damit halt im Privatvermögen und in der Privatbesteuerung mit dem und hat weiterhin die Verlustverrechnungsbeschränkung und zahlt weiter Kapitalertragssteuer. Also das macht halt steuerlich überhaupt keinen Sinn, über Personengesellschaften zu arbeiten. Wie schwierig ist es, Geld aus der GmbH herauszubekommen, ohne als Trader Probleme zu haben? Beispiel, das Gehalt variiert. Also Gehalt ist tatsächlich so ein Thema. Ein Gehalt sollte konstant sein. Man kann das immer mal wieder an die wirtschaftliche Lage der Firma anpassen, aber ein Gehalt sollte schon immer wenigstens 6 Monate am Stück konstant bezahlt werden. Die flexibelste Art ist wirklich die des Gesellschafterdarlehens. Wir machen da in der Regel so Rahmendarlehensverträge. Dann kann der Darlehensgeber immer Geld überweisen, auch für Sparpläne. Das funktioniert wie ein Sparplan. Und die Gesellschaft kann immer flexibel zurücküberweisen. Aber wie gesagt, das funktioniert leider nur so lange, bis das Darlehen komplett zurückgeführt wurde. Wie kann ich mein bestehendes Depot in die GmbH überführen?
Sobald ich das an die GmbH überführe, werden die stillen Reserven aufgedeckt und ich muss das versteuern. Wir empfehlen immer Liquidation und Einbringen des Geldes in Cash als Darlehen. Wer kann Eigentümer einer GmbH sein? Nur Privatpersonen oder auch Vereine? Auch Vereine, also auch alle juristischen Personen. Ist es sinnvoll, das gesamte Privatvermögen zu übertragen, also zum Beispiel auch die schuldenfreie privat genutzte Immobilie? Also generell bei mir ist das so, ich habe privat, glaube ich, irgendwie 15.000 € auf dem Sparbuch und mein ganzes Vermögen liegt in der Firma. Allerdings liegen bei mir auch die Immobilien von Anfang an in der Firma. Für Immobilien ist das nämlich ganz spannend. Wenn ich eine Immobilie langfristig im Bestand halte und Mieteinnahmen generiere, kann ich mich von der Gewerbesteuer befreien lassen unter bestimmten Voraussetzungen und zahle dann nur 15% Steuern. Das Problem mit der Übertragung von einer privaten Immobilie ins Betriebsvermögen ist, dass das erneut Grunderwerbsteuer auslöst. Das heißt, es macht eher Sinn, Neuanschaffungen über die GmbH zu machen. Also generell ist es bei Steuern immer so, nachträgliche Korrekturen kosten immer richtig Geld. Dann wurde hier nochmal konkret nachgefragt bezüglich der Verluste, mit einem Beispiel. Wenn ich 10.000 € Aktiengewinne mache und 3.000 Verluste, wo werden diese Verluste berücksichtigt? Entschuldigung, in der GOV? Das wurde leider nicht ganz erklärt. Danke. Es kommt an, woher die Verluste kommen. Also wenn das Verluste aus Aktien sind, werden die überhaupt nicht berücksichtigt steuerlich. Wenn es Verluste sind aus Termingeschäften, werden sie fortgeschrieben. Wenn es operative Verluste sind, werden die auch als Verlustvortrag vorgeschrieben. Und vielleicht einmal zur Erklärung: Es gibt eine Handelsbilanz und eine Steuerbilanz. In der Steuerbilanz werden Aktienverluste nicht aufgeführt, weil sie eben keine steuerliche Relevanz haben. In der Handelsbilanz würde ich das sehen. Kann sich eine GmbH auch für ETF-Trader lohnen, wenn man jährlich ca. 100% des Gesamtdepots umschichtet? Ja, also es kommt jetzt ein bisschen darauf an, was für ETFs. Ihr erinnert euch ja vielleicht an die Slide mit den verschiedenen Fonds. Generell ist das so, Annuitätenfonds, die, glaube ich, niemand mehr hat, sind im Privatvermögen günstiger. Aber zum Beispiel der Aktienfonds mit 51% wird in der GmbH also mit mehr als 51% Aktien wird in der GmbH mit 12% besteuert, im Privatvermögen mit 18%. Kommt also auf die Fondsart an. Aber generell sind die meisten Fonds in der GmbH günstiger. Allerdings nochmal der Hinweis, wenn ich eh Aktien mache, dann würde ich die lieber direkt kaufen, weil dann bin ich bei 1,5% Steuerlast. Die nächste Frage: Wie oft kann man das Gehalt anpassen, ohne in die verdeckte Gewinnausschüttung Straftat zu rutschen? Es gibt zwei Regeln, die man machen kann. Man kann einmal ab und an das Gehalt anpassen. Das würde ich so denken, geht alle 6 Monate gut. Man kann aber sich natürlich auch eine Bonusregel reinschreiben, wobei generell die Empfehlung, die wir unseren Kunden geben, immer die ist, nehmt so wenig Gehalt wie möglich und reinvestiert so viel. Und die meisten unserer Kunden haben kein Problem, ihr Gehalt auszuzahlen, unabhängig von der wirtschaftlichen Situation der Gesellschaft, weil sie in der Regel eben immer nur überlegen, wie viel Geld muss ich entnehmen und nicht, wie viel Geld kann ich entnehmen. Der große Trick ist, man möchte eigentlich so viel wie möglich in der GmbH lassen und man möchte auch, dass die GmbH so viel wie möglich macht. Also mein Handy, mein Laptop, mein Auto, viele meiner Bewirtungsbelege, viele Reisekosten laufen über die GmbH und ich brauche überhaupt nicht so viel Geld privat. Ja. Ist es nicht besser, eine GmbH und Co. KG zu gründen wegen der Entnahme von Gewinnen? Nee, weil dann zahlt die GmbH und Co. KG nach wie vor Abgeltungssteuer, also Kapitalertragsteuer und fällt weiterhin unter die Verlustverrechnungsbeschränkung. Jede Personengesellschaftskonstruktion hat die gleichen Probleme wie das Privatvermögen. Ich kann dann zwar gut entnehmen, aber ich habe keinen Vorteil im Steuersatz mehr. Werden hier grundsätzlich UG und GmbH gleich behandelt bezüglich der steuerlichen Vorteile? Ja. Also auch die Aktiengesellschaft und die UG werden gleich behandelt. Wir empfehlen die UG nicht, weil wir selbst traumatisiert sind. Meine Mitgründerin Christine hat mal eine UG gegründet.
Die UG-Gründung kostet fast genauso viel wie die GmbH-Gründung. Dazu kommt, man kann nur 300 € Gründungskosten steuerlich geltend machen. In der GmbH kann man bis 2.500 € Gründungskosten geltend machen. Und wenn man dann diese UG mal in eine GmbH umwandelt, ist die Umwandlung teurer als die Neugründung einer Gesellschaft. Gleichzeitig glauben wir, dass niemand eine Konstruktion braucht, der nicht wenigstens 25.000 € anlegen möchte. Und deswegen empfehlen wir die UG nicht. Wir haben aber auch einen Haufen Kunden, die mit ihren Bestands-UGs zu uns kommen. Vielleicht auch das noch einmal dargestellt. Nur ungefähr die Hälfte unserer Kunden haben über uns auch gegründet. Die andere Hälfte ist mit bestehenden GmbHs oder UGs zu uns gekommen. Kann man die GmbH mit Aktien und Immobilien mischen? Ja, das ist kein Problem. Was man nicht mischen sollte, sind Immobilien und Ausgangsrechnung, also zum Beispiel ein Handelsgeschäft oder Beratungsgeschäfte, weil das die Immobilie gewerblich macht und ich dann die Gewerbesteuerbefreiung verliere. Aber Aktien und Immobilien sind unkritisch in der Kombination. Wie hoch ist üblicherweise der Darlehenszinssatz im Rahmenvertrag? Der ist variabel, das heißt, er wird immer wieder angepasst und wir nehmen Euribor plus 1%, damit 0,5% aktuell. Und wenn der dann verbucht wird, wir buchen die Zinsen quartärlich, gucken wir uns immer an, wo der Euribor aktuell liegt. Was ist besser? Höheres Stammkapital einzahlen oder Mindeststammkapital und Gesellschafterdarlehen? Mindeststammkapital. Ich habe keinerlei Vorteile von einem höheren Stammkapital. Wenn man viele Optionsgeschäfte handelt, sind es am Jahresende ziemlich viele Buchungen. Wenn diese von Wright für die Einbuchung beim Steuerberater zusammengefasst werden, wie werden diese Buchungen denn vom Steuerberater berechnet? Also wir berechnen grundsätzlich nur nach Depotvolumen. Also wir nehmen den Net Present Value, der auch gut angezeigt wird, aller Depots und danach bemisst sich die Preisstaffel. Und die Anzahl Transaktionen ist uns vollkommen egal. Frage zur Ausübung von Put-Optionen. Wie wird die Optionsprämie in den Verkaufspreis eingerechnet oder werden vereinnahmte Stillhalterprämie und Aktienverkauf separat besteuert? Nee, das wird dann, also die Optionsprämie wird zu den Anschaffungskosten gerechnet bzw. abgezogen. Und das ist dann sozusagen der neue Anschaffungspreis. Und damit fällt dann, zum Beispiel, wenn ich eine Option auf Aktien mache, fällt das dann auch unter den 8b. Wenn ich eben eine Option kaufe und ich kaufe danach dann die Aktie zu dem Preis, den die Option vorgibt, dann ist sozusagen der Anschaffungspreis die Summe aus Option und Aktie. Fällt dann aber unter den 8b. Wenn ich aktiv Aktien handle und durchaus hohe Verluste habe, macht eine GmbH wenig Sinn, da ich die Verluste nicht gegen die Gewinne rechnen darf. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, also mathematisch, also erstmal, man hat es richtig verstanden, man darf die Verluste nicht gegenrechnen. Aber gleichzeitig ist das so, dass ich ja nur 1,5% der Verluste verliere, während ich bei den Gewinnen nur 1,5% Steuern zahle. Das heißt, in der Regel fahre ich trotzdem besser im Betriebsvermögen mit einer Aktienstrategie. Auch wenn ich die Verluste nicht gegenrechnen kann. Weil, wie gesagt, 1,5% Steuern ist ja fast nichts. Wenn die 100.000 € noch nicht vorgesehen sind, könnte man mit 25.000 € gründen und dann jährlich über das Privatdarlehen beispielsweise 25.000 einzahlen? Oder würdest du vor GmbH-Gründung die 100.000 ansparen? Nee, also wenn man absieht, dass man die 100.000 vollkriegt, würde ich das schon machen. Also wir haben Kunden, die gründen mit 25.000 und fügen jeden Monat irgendwie nochmal 2.000, 3.000 € hinzu. Die Krux ist immer, man zahlt ja Steuern nicht beim Ansparen, sondern man zahlt die Steuern beim Verkauf. Und deswegen kommt das, wie gesagt, auf den Investmenthorizont an. Ja, weil wenn ich natürlich über 10, 15, 20 Jahre anlege, dann bauen sich natürlich deutlich größere Gewinne auf, die ich dann eben gering versteuere.
Wie kann ich eine größere Summe, größer 100.000, auf einmal aus der GmbH nehmen? Zum Beispiel, weil ich es in die Renovierung der eigenen Immobilie stecken will. Muss ich für solch einen Anlass das Geld außerhalb der GmbH parken? Nee, also ich kann auch immer mir ein Darlehen aus der GmbH nehmen und das dann runtertilgen. Was ich nicht machen kann, das ist dieses Thema verdeckte Gewinnausschüttung. Ich zahle mir ein Darlehen aus und zahle das dann nie zurück. Und ich kann natürlich immer wieder eine Gewinnausschüttung beschließen. Lässt sich Beratung und Trading in einer GmbH kombinieren? Ja, Beratung mit Immobilien nicht, alles andere ist unkritisch. Welche steuerlichen Vorteile und schafft die Gründung einer zusätzlich vorgeschalteten Holding? Die Holding schafft den Vorteil, dass man Haftung reduzieren kann. Und die Holding schafft den Vorteil, dass wenn ich mal die Tochter verkaufe, ich auf den Veräußerungserlös auch nur 1,5% Steuern zahle. Es macht allerdings keinen Sinn, eine Holding-Tochterkonstruktion zu machen für eine Holding, die dann eine Trading GmbH darunter hat, weil niemand wird eine Trading GmbH kaufen. Ja, das heißt, das macht vor allem Sinn, wenn ich eine Holding habe, die vermögensverwaltend ist und darunter eine operative GmbH oder eine Immobiliengesellschaft. Ich überlege gerade, eine Wohnung zu kaufen. Hat jetzt zwar wenig mit Trading zu tun, aber nehmen wir mal mit rein. Und zwar, ob das trotzdem mit euch und über eine GmbH dann möglich wäre, das zu regeln. Ja, ist es. Wir bieten ja auch Immobilien GmbHs an. Jetzt muss ich aber eins sagen. Es wird sich nicht lohnen, für eine Wohnung eine teure GmbH-Konstruktion zu schaffen. Dann müssten das schon perspektivisch mehr Wohnungen werden oder es müsste eben noch ein Wertpapierdepot in der GmbH liegen. Wenn das keine 500 Quadratmeter Penthouse-Wohnung in Hamburg ist, würde ich sagen, eine GmbH, eine Immobilie, eine Eigentumswohnung rechtfertigt noch keine GmbH. Besteht die Möglichkeit, eine 4-monatige Tätigkeit im Optionshandel mit euch auf den Prüfstand zu stellen, um zu sehen, ob auf Jahressicht die GmbH Sinn hat? Also wir können natürlich, das machen wir immer, uns die Ist-Situation angucken und sagen, ob das Sinn macht. Wir sagen auch immer ganz ehrlich, wenn die GmbH keinen Sinn macht, beziehungsweise noch keinen Sinn. Dann einfach ein Erstgespräch buchen über unsere Webseite und dann kann man das im Beratungsgespräch, versuchen zu klären. Wenn ich Beratungen über eine vermögensverwaltende GmbH anbiete, bin ich dann generell umsatzsteuerpflichtig? Ja, wenn ich umsatzsteuerpflichtige Umsätze habe, dann bin ich auch umsatzsteuerpflichtig. Das kann große Vorteile haben. Zum Beispiel meine vermögensverwaltende Gesellschaft ist umsatzsteuerpflichtig. Und es hilft dann auch, als ich mein Firmenauto gekauft habe, ich fahre einen Tesla, die Mehrwertsteuer als Vorsteuer zu ziehen. Aber das macht natürlich Arbeit, weil ich eben Umsatzsteuervoranmeldungen machen muss und auch eine Umsatzsteuererklärung abgeben muss. Werden alle Kosten Firmen-PKW von der GmbH übernommen oder muss ich als Gesellschaft einen prozentuellen Anteil übernehmen? Es wird alles übernommen, aber als Teil der Geschäftsführervergütung muss ich dann eben den geldwerten Vorteil versteuern. Und das ist diese 1%-Regel, haben vielleicht schon mal viele gehört. Man muss dann 1% des Bruttolistenpreises versteuern. Das ist einer der vielen Gründe, warum ich einen Tesla fahre. Elektroautos werden nur mit 0,25% des Bruttolistenpreises versteuert. Wie werden K.O.-Scheine besteuert und lassen sich diese nur mit K.O.-Scheinverlusten verrechnen? Nee, da kann man Verluste normal verrechnen, wobei wir aktuell noch nicht wissen, ob die K.O.-Scheine unter die Termingeschäfte fallen oder nicht und dann eventuell von den 20.000 Euro Verlust im Privatvermögen betroffen sind. Im Betriebsvermögen lassen die sich auf jeden Fall komplett verrechnen. Ist es problematisch, eine GmbH wieder zu liquidieren, wenn sich persönliche Umstände ändern? Vielen Dank für die Zeit. Nein. Also eine Liquidation funktioniert eigentlich ganz einfach. Man meldet die GmbH beim Liquidationsregister an
Und dann darf die keine Geschäftstätigkeit mehr ausüben. Dann darf ich zum Beispiel keine Rechnungen mehr stellen. Und dann haben alle Gläubiger, die natürlich täglich ins Liquidationsregister gucken, ein Jahr Zeit, ihre Ansprüche anzumelden. Und wenn die keine Ansprüche anmelden in diesem einen Jahr, wird die Firma gelöscht. Das heißt, man hat sozusagen dieses eine Jahr Ruhezeit. Das heißt, braucht Zeit, ist aber nicht aufwendig. So, dann wurde sehr oft die Frage gestellt, ob es eine Aufzeichnung gibt. Ja, es wird aufgezeichnet und wenn die Technik natürlich mitmacht, dann wird das auch zur Verfügung gestellt. Dann die nächste Frage. Ich trade ausschließlich Future. Habe ich das richtig verstanden, dass die Verlustbeschränkung von 20.000 Euro bei einer GmbH nicht gilt? Korrekt. Dann die Frage, welche Teile eines Credit Spreads werden als Verluste betrachtet, die unter die neue Verlustverrechnungsbeschränkung fallen? Das, ja, das ist eine gute Frage, weil wir eben dieses BMF-Schreiben noch nicht haben und gerade noch nicht mal klar ist, wie der Credit Spread darunter kommt. Also ich muss leider bei vielen Sachen sagen, wir wissen es noch nicht. Wir warten eigentlich seit letzten September auf das BMF-Schreiben. Dann ein Zusatz zu der Frage bezüglich der Liquidation. Zahlt man den persönlichen Steuersatz auf die Liquidation, wenn das Geld dadurch wieder zurückfließt ins Privatvermögen? Teileinkünfteverfahren, 60% davon, aber alles Geld, was ich mal eingelegt habe, also auch das Stammkapital, wird abgezogen, sondern nur auf die Gewinne. Okay, dann sind einige Fragen, die hast du bezüglich der Produkte schon geantwortet. Dann, wenn ich mich nicht verguckt habe, haben im Großen und Ganzen tatsächlich die Fragen durch, außer sie helfen mir und schreiben noch kurz nochmal oder kopieren nochmal ihre Fragen, falls ich da etwas übersehen habe. Aktuell sehe ich tatsächlich in Bezug auf den Vortrag und was du schon beantwortet hast, keine neue Frage. Aber ein Teilnehmer. Ansonsten, wir Ja. haben auch einen tollen YouTube-Kanal mit vielen Inhalten und wenn einem noch was einfallen sollte, dann eben einfach an Fragen@ schreiben oder ein Erstgespräch buchen. Ah ja, da war ja noch eine Frage bezüglich GmbH und Wegzug Ausland. Aber da hattest du ja auch schon was dazu gesagt. Das ist eigentlich relativ unkritisch. Man darf ja als Ausländer, also viele ausländische Bürger dürfen ja auch GmbH-Gesellschafter sein. Also es gibt ja auch Amerikaner, die Gesellschaften in Deutschland besitzen. Wichtig ist dann eben, wie das Steuergesetz des Landes ist, in dem ich in das ich ziehe. Dann Allerdings sind Auslandskonstellationen immer sehr, sehr vertrackt. dann kam die Frage jetzt hier noch, kann ich die GmbH auch als Form der späteren Altersvorsorgung nutzen? Klar, das machen die meisten. Also die meisten unserer Kunden haben aktuellen Einkommen, nehmen die GmbH als Spardose und hören dann irgendwann auf zu arbeiten, meistens vor Renteneintritt und beziehen ab dann ein Gehalt in der GmbH. Und das ist dann die Rente. Okay, also offensichtlich habe ich nicht so viele Fragen übersehen, denn es kommen keine weiteren rein. Ja, eine Frage kommt noch, aber dann haben wir soweit alles durch. Der Teilnehmer schreibt das eben noch rein. Und ja, sollte noch eine Frage im Nachgang noch kommen, dann können Sie uns das natürlich auch gerne senden und wir hoffentlich dürfen wir das, Felix, wir leiten das gerne weiter. Klar, und ihr selbst seid ja auch ziemlich kompetent mit dem Thema. Also einiges könnt ihr auch selbst beantworten. Genau, da eine Frage, wo hab ich schon gestellt? Hier es wurde eine Frage gestellt, wenn man meinen Namen googelt oder gegoogelt wird und ich habe eine vermögensverwaltende GmbH gegründet, wie schnell wird man auf meine GmbH aufmerksam? Nicht schnell. Also es ist so, es wird ja veröffentlicht auf dem Handelsregister, aber die Handelsregistersuche geht nicht nach Gesellschaft an, sondern man kommt, muss erst die Gesellschaft eingeben und kommt danach zu den Gesellschaftern und die Auskunft ist noch kostenpflichtig.
So, dann zwei Fragen, dann haben wir es tatsächlich alles durch. Wobei eine hattest du schon beantwortet, glaube ich, bezüglich der Höhe der 40.000 oder 20.000 bei Ehepaaren. Da hattest du ja schon was dazu gesagt. Genau, bei gemeinsamen Depots. Wenn ich ein Einzeldepot habe, dann gelten auch nur 20.000. Dann die letzte Frage für heute Abend. Aktiendepot besteht, kann das übernommen werden? Da hast du auch, glaube ich, was dazu gesagt. Ja, also es kann übernommen, nee, nicht übernommen werden. Ich kann Neues gründen und dann die Aktien übertragen, aber es wird auf jeden Fall besteuert. Ja, also die stillen Reserven werden besteuert. Am einfachsten ist es verkaufen und dann Geld einlegen und dann neu kaufen. Deswegen machen das die meisten unserer Kunden sukzessive Stück für Stück. Okay, super. Dann ja, ein riesen Dankeschön an dich, Felix, natürlich, dass du für uns hier die Zeit gefunden hast. Gerne, gerne. Vielen Dank fürs Sehr, sehr, Zuschauen. sehr, sehr informativ. Ich glaube, die Aufzeichnung werden sich einige nochmal anschauen. Und natürlich ein riesen Dankeschön an alle Teilnehmer, einmal für das Interesse, wirklich sehr, sehr gutes Webinar, sehr gut besucht und natürlich für die ganzen Fragen. Das macht auch am meisten für den Referenten Spaß. Und ich verabschiede mich hier an der Stelle schon mal, bedanke mich, wünsche noch eine erfolgreiche Woche, noch einen schönen Abend und nochmal ein riesen Dankeschön an Felix und natürlich an Right Capital auch für die Partnerschaft, für die sehr gute Partnerschaft. Und Felix, du hast gerne das Schlusswort. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Organisation des Webinars. Wir arbeiten auch sehr, sehr gern mit euch zusammen. Und ansonsten wünsche ich euch allen einen schönen Abend. Es ist ja tolles Wetter draußen und noch ist hell. Also macht was Schönes. Genau. Also, bis dann. Tschüss.